Waar geht es heute? Zum Katuchat-Markt. Chatoucha oder Kautkat. Wir wissen es gerade noch nicht, wie man es ausspricht. Okay. Und das ist der? Das ist ein Weekend-Markt, der grösste, was es gibt. Der ist riesig. Und dann gehen wir mal schauen, was wir dort sehen. Gehen wir auf das Kite rein. Ich habe vorhin gesehen, wie man es macht. Da kommt man so kleine Coins über. Die hat Malba Sensor. Und dort kommt man rein. Bezahlt haben wir jetzt 50 Baht. Das sind Franken 50. Ja, super. Beide zusammen, ja. Genau. Jetzt eine halbe 12 Uhr, und es wäre auch sicher zu 100% schneller, wenn man auch vielleicht aufstehen würde. Vielleicht schon um 8 Uhr oder so losgehen, weil es ist auch Primetime. Ja. Gehen wir schauen, wie viele Leute es auf dem Markt hat. Aber wir haben von oben gesehen, es ist recht gross. Kann gut sein, es ist gut verteilt. Das haben wir nicht sogar gesehen. Es gibt hier verschiedene Distrikte. Jetzt sind wir auch im Textildistrikt. Ja, so eine Karte wäre gäbig, dass man mal würde sehen, wo man genau ist. Sieht so viele Leute, und dass es sich noch verteilt. Es ist alles so. Die Leute haben sich jetzt wirklich sehr gut verteilt. Und wir können hier rumlaufen. Man ist orientierungslos. Wirklich auch mit diesem Plänchen. Es gibt manchmal ein bisschen Anhaltspunkte. Aber ja. Also, könnte um 11:30 oder 12 Uhr da sein, spielt keine Rolle. Ihr seht jetzt hier da die Leute. Dort sind wir zu laufen, aber eigentlich ist der bessere Weg, durch den Park zu gehen. Also wenn man runterkommt, weiter hinten durch, und dann kommt man auch hier durch den Park mit Trillett. So viele Leute da. Und zwar wäre das... So, und Eingang Nummer 2. Genau. Ja. Noch ein kleiner Tipp, sonst steht er näher so an wie dahin. Tipps für Leute, die am 1. Februar auf Bangkok fliegen. Wo der Markt will. Ja, wir waren jetzt eine Stunde drin. Es hat sich gelohnt, auch wenn es noch mal eine Stunde war. Wir haben natürlich auch nichts gebraucht. Wir sind eigentlich gemütlich durchgelaufen. Wir können viel essen. Die Sachen brauchen von dort. Es dürfte etwa 2-3 Stunden lang sein, aber für uns hat es jetzt gepasst. Und jetzt gehen wir dann etwas
schauen, ob es möglich ist, dass wir etwas machen können. Ich stehe in der Nähe. Werde ich dann näher sehen. Wir sind hier. Channel 7. Stadion. Und wir gehen jetzt Boxen schauen. Also Muay Thai Boxen. Ja, fast zwar erst um 2:30 Jahre, jetzt sind wir eins. Aber dann haben wir sicher gute Plätze. Ja, gehen wir schauen. So, haben wir jetzt. Kann ich euch wärmstens empfehlen, das zu schauen. Es gibt 6 Matches. Wir haben jetzt 2 geschaut, weil wir noch ein Programm haben. Wir gehen noch weiter ans Festival. Jeder Match geht etwa 20 Minuten. Und ja, bis einer gekommen ist. Nein, ist eine brutale Sache. Es geht ura. Das müsst ihr hier wirklich schauen. Es ist freier Eintritt. Dazu wird es noch live übertragen im Fernsehen. Oh ja, mir ist hautnah dabei. Und für, sogar für uns Touristen hat man irgendeinen Sektor und die besten Plätze sogar. Und es lohnt sich sogar am Eis dort drinnen zu sein. Wirklich. Ja. Hey, ich fahre nichts trinken. kommt man nicht so leicht raus. Unser Tag ist hier eigentlich für euch vorbei. Den Abend müssen wir nicht filmen vom Festival. Tschüss!